Willkommen zurück zu Dynasty Warriors für die PlayStation 1. Habe ich schon mal gesagt, dass mir diese Hintergrundmusik hier wahnsinnig gut gefällt? Falls nicht, dann habe ich es jetzt gesagt. Auf jeden Fall heute richtig interessant. Lubu und Dio-chan. Wir fangen an mit Dio-chan. Das ist jetzt praktisch die Others Story, also die anderen. Also die man keinen der drei Reiche zuordnen kann. Und ich denke, wir legen direkt los mit Dio-chan. War eine Frau vor unvergleichlicher Schönheit und ihr Adoptivvater Wang Yun, der leidete unter der Tyrannei von Dong Zhua. Und er konnte es nicht mehr sehen, dass das Land so tyrannisiert wurde. Deswegen hat er gedacht, ja, da ist doch dieser starke Krieger Lu Bu unter den Reihen von Dong Zhua. Und da hat er dann mit seiner Tochter geredet, also seiner Adoptivtochter, also Dio-chan. Ob sie sich nicht mal an Lu Bu ranmachen wollte. Und ja, hat sie dann gemacht, ne? Lu Bu war richtig happy, dass sie überhaupt sich mit ihm abgibt. So eine schöne Frau, dass er da überhaupt rankommt. Und deswegen hat Lu Bu sich dann praktisch auf Dio-chans Seite gestellt. Dio-chan hat gesagt, ja, der Dong Zhua, der vergewaltigt mich, der ist so scheiße zu mir. Weil er hat sich dann erst als Tänzerin von Dong Zhua da ausgegeben. Und ja, eines Tages ist dann so gekommen, dass Lu Bu gesagt hat, nee, du musst nicht mehr unter Qualen leiden. Ich werde jetzt Dong Zhua ein für alle Mal töten. Und das hat er dann gemacht, einen Attentat auf Dong Zhua. Lu Bu ganz alleine für Dio-chan hat er das gemacht und dann tatsächlich auch den Tyrannen Dong Zhua umgebracht. Ja, und danach verschwand laut der Legende Dio-chan plötzlich und die beiden kamen doch nicht zusammen. Aber ich sag trotzdem immer, Dio-chan ist die Freundin von Lu Bu, aber ist ja gewisserweise auch so, aber ja, die ist mysteriöserweise dann auf einmal verschwunden. Aber das Kind von Lu Bu, also Lu Ling-Chi, das soll wohl von Dio-chan sein. So ist das. Also mehr kann man zu Dio-chan nicht sagen. Und deswegen sage ich mal lieber was zu ihrem Kampfstil in diesem Spiel hier. Ja, das ist ganz witzig hier, ne? Und diese Rückrolle kann man auch schön kontern. Also schlecht ist sie nicht, ne? Also ich habe jetzt nicht einmal auf Movelist geguckt, ne? Ich mache hier nur einfach random Moves und es geht schon gut ab. Also ich habe ja auch einmal gemeint, ja, ich kann die überhaupt nicht spielen, aber das macht gerade einen ganz anderen Eindruck. Also sehr, sehr gut. Ich werde jetzt mal ein bisschen mehr auf die Moves achten. Gegen Taishi-Si. Hoffentlich macht Taishi-Si nicht wieder die Combo. Das war jetzt Delay Trust, das einen so wegwirft. So, das ist eine Combo von Dio-chan. Dann natürlich das, wo man zurückgeht und dann kontert. Oh shit. Aufpassen. Dann gibt es noch den Sky Dance. Was ist das? Der Sky Dance. Oh shit. Taishi-Si will es aber wissen hier. Das ist der Sky Dance. Ne, das. Genau, ist so ähnlich wie bei Zhou Yu, nur greift nicht so oft an. Okay. Das ist auch sehr schön, weil der Gegner dann auf den Boden fliegt. Dann gibt es noch diesen hier. Ja, ich weiß nicht. Also, so richtig krass auf den Boden werfen und danach noch richtige Kombos, das kannst du mit ihr nicht machen. Also, auf den Boden werfen schon, aber ja, es macht alles nicht so viel Schaden, ne? Aber an sich, die Moves sind schon teilweise unberechenbar. Ich weiß ja nicht, wie ich dieses Rad hinbekommen habe, weil das ist das Geilste. Falls ihr es eben gesehen habt, wo ich da off-topic geredet habe, hat sie so ein Rad geschlagen. Und das ist schon echt nicht schlecht. Das war wahnsinnig stark. Genau da. Aber ich weiß, wie ich es gemacht habe. Oh, eine von Xyxus kommen muss. Das ist nicht mehr witzig. Wenn er dann mal trifft, dann macht er schon echt viel Schaden. Oh, das war auch nice. Ich drücke wieder random irgendwelche Knöpfe, ohne auf Movelist zu gucken und schon läuft es wieder besser, ne? Ach, die Fighting Games, die werden mir niemals liegen. Außer Super Smash Bros. Und das ist ja auch ein bisschen anders, ne? Es funktioniert ja nicht wie ein klassisches Beat'em'up. Finde ich es ein bisschen einsteigerfreundlicher. So Beat'em'ups sind eigentlich nur für Japaner, also komplexe Steuerung, das ist echt der Wahnsinn. Na gut, jetzt gegen Shaohudun. Ich glaube, am Ende müssen wir tatsächlich gegen Lu Bu kämpfen. Das erinnert mich an Dynasty Warriors 3 Extreme Legends, Dio-chan Story. Da gibt es ja auch Dio-chans Flucht, wo man am Ende gegen Lu Bu kämpft. Boah, fuck. Weiß gar nicht mehr, warum das so war, aber das werden wir dann herausfinden. Das kommt ja noch am Ende der Retro-Reihe.
Yuchan, Lubu, Dynasty Wars 3, Extreme Legends. Oh, da freue ich mich schon drauf. Jetzt erstmal hier den schönen Klassiker hier hinter uns bringen. Oh, coole Kombos. Ja, also das Rad into Jump Attack ist echt eine geile Kombo, muss man schon sagen. Hand Wheel into Jump Attack. Oh, wahrscheinlich jetzt gegen Zhuge Liang, der Anführer von Shu. Und dann gegen Cao Cao, Anführer von Wei. Also ziemlich schwer eigentlich die Story. Aber so schlecht ist hier gar nicht. Oh. Was war das denn? Die habe ich in meinem Zhuge Liang Walkthrough aber nicht benutzt, diese Moves. Ah, ich habe andere schöne benutzt, wie zum Beispiel auch den Laser. Aber ich frage mich immer noch, wie man den Teleport macht mit ihm. Zack. Und das Ganze nochmal. Zack. Und nochmal. So, mein Freund. Leg dich nicht mit der Tänzerin an. Ihre Moves sind ja auch so ein bisschen tänzermäßig angehaucht. Boah, shit, da hätte ich mich ducken müssen. Und er bestraft es direkt mit einer Jump Attack. Und er wird mich down kriegen. Alter. So spielt man Zhuge Liang. Ja, auf normal können die schon mal abgehen. Gut. Habe ich mal wieder obligatorischen Fail hier im Part. Gucken, ob ich mit Lubu auch failen werde, weil eigentlich sollte das nicht passieren. Vor allen Dingen, wer war mit Lubu eigentlich der letzte Gegner? Ich glaube, es war tatsächlich Dio Chan. Weil wir werden bei Lubu als einziges nicht gegen Lubu kämpfen. Wer hätte es gedacht, ne? Ist eigentlich logisch. So, zack. Und jetzt bitte das Rad. Das Rad funktioniert gerade wieder nicht. Ist eigentlich auch ganz nice. Oh, ducken hätte. Das sieht immer so aus, als wäre es so mega langsam ist, ne? Dieser Laser ist es eigentlich auch. Boah, jetzt was ist denn mit den Zhuge Liang los? Spielt hier perfekt. Ja, aber man hat echt wenig Reaktionszeit. Oh, das war ein cooler Move. Wie habe ich den denn gemacht? Und wieder Fail, weil er Mu Shuang das macht. Tja, keine Ahnung, wie man den Zhuge Liang hier schlagen soll. Ich muss mir was anderes ausdenken. Jump Attack. Ich weiß schon, ich werde ihn trollen. Ich werde jetzt einmal diesen Move machen, wo sie sich zurückzieht. Wo so ein Rad nach hinten schlägt. Und dann werde ich einfach mit Jump Attacks kommen. Und das werde ich jetzt mal versuchen zu wiederholen. Natürlich muss man aufpassen, dass er dann nicht mit Laser kommt. Weil er kann ja durchaus Fernangriffe bestrafen. Also wenn ich hier... Das heißt Fernangriffe, ne? Wenn ich hier weit weggehe, kann er kommen. Ja, kann ich mich aber auch ducken. So ist das nicht. Ich kann mich ducken, mein Freund. Oh, nose. Vor allem, wir haben gar nicht so viel Schaden gemacht, ne, mit der coolen Kombo. Oh, wie übel der ist. Ohne Witz. Okay. Das war gut. Nochmal bitte. Yeah. Na komm schon, nice Follow-ups. Oh, oh, da wollte ich schon wieder sein Fächerschild machen, so wie ich es gerne nenne. Komm schon, ein Hit noch. Nö. Alter. Habe ich auch so sehr auf schwer jetzt eingestellt, oder was? Boah. Aber das ist wieder typisch Dio Chan jetzt gerade. Also, so ging mir es eigentlich bei fast jedem Gegner, wo ich es privat einmal durchgespielt habe. Aber, naja. Bislang habe ich mich ja gut geschlagen, aber gegen Zhuge Liang, ey, boah, es ist definitiv einer der besten Charaktere. Also, seht ihr erstmal, wenn die Moves richtig einsetzt von ihm. Jetzt will ich das hier perfekt hinkriegen, ohne einen Gegentreffer. Okay, das hat sich jetzt schon mal erledigt. Dann möchte ich es wenigstens noch schaffen, hm? Das wäre auch ganz nett. Na komm schon, mach du auch mal Musu. Ah, das gelingt mir nie. Aber das brauche ich auch nicht. Na, endlich. Ja, nur ein Drittel des maximalen Lebens jetzt abgezogen. Das ist schon durchaus besser. Gut, jetzt, ja, wie ich vermutet habe, jetzt kommt tatsächlich schon Cao Cao. Direkt hinterher und dann kommt Lubu. Boah, sie hat, glaube ich, die schwierigste Story von allen. Ja, nur die heftigsten Gegner. Wobei Zhang Fei fehlte. Oh, oh. Na gut, bei ihm kann er das ja ruhig machen, da kommt ja kein Laser oder Teleport oder so ein Shit. Also er ist ja so ein bisschen beschränkt, dadurch, dass seine Waffe jetzt nicht die beste Range hat. Das muss man sich mal vor Augen führen. So, ah, gegen Cao Cao hat man echt gute Karten. Hier mit Dio Chan, zack, und jetzt wieder zurück. Ah, ich wollte das Rad zurück machen, aber jetzt werde ich hier bestraft. Aber das war's, also ganz, ganz einfacher Fight. Aber Zhuge Liang war echt ein scheiß Gegner für sie. Apropos scheiß Gegner. Willkommen im Finale gegen Lubu. Nicht? Gegen Sun Shengxiang? What the fuck?
Ich kann mich noch dran erinnern, wo ich das erste Mal durchgespielt habe, war Lubu hier. Final Round. Okay. Mit einem Soundtrack, den ich noch nie gehört habe. Wie lol ist das denn? Wenn man den Code hier eingeben hat, dann ist Sun Shanks Young der Endboss mit einem extra Soundtrack, der nicht mal in Dynasty Warriors 6 Empires runterladbar war. Wie geil ist das denn? Das hat auch überhaupt nicht gepasst. Die Yuchan kämpft gegen Lubu. Boah, perfekt sogar. Die war richtig schlecht. Boah, der Soundtrack ist cool. Bist du abgespaced? Aber gefiel mir. Jetzt Dio Chans Ending. Ist das Lubu, der da sitzt? Sieht so aus, ne? Ja. Das ist Lubu. Wie er ihr hinterherläuft. Lubu auf dem Thron, das heißt, er hat schon Dongjua umgebracht. Und jetzt können die beiden zusammen sein. Na gut, das war ja historisch gesehen nicht so. Zwinker ich ihn zu. Epic. Aber jetzt ist sie weg, ne? Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Aber historisch war es auf jeden Fall echt so. Die beiden, die kamen leider nicht zusammen. Also es ist echt ein schlappes Finale gewesen. Also der Jugulierenkampf war am widerlichsten. Ah, Sun Shanks Young. Gediegen. Ja, und jetzt kommt der Warrior himself. Der beste Charakter des Spiels durchaus. Mal gucken, ob ich ein paar Kombos landen kann. Ich weiß nicht mehr, was man mit Lubu machen muss. Lubus Kombos stehen natürlich nicht im Lösungsbuch, weil man ihn erst freispielen muss. Mit Lubu hat man bekommen, wenn man mit allen Charakteren durchgespielt hat, glaube ich. Das ist schon mal nicht schlecht gewesen. Ah, bei ihm... Schaden, das macht einen normalen Jump. Alter, nee, da brauchen wir nichts mal. Es spielt sich alles von alleine ab. Lubu ist wieder so overpowered in diesem Spiel. Wie gesagt, die Dynasty Warriors 2, da ist er nicht ganz so gut, aber in allen Dynasties ist er sonst natürlich ultra stark. Aber nicht ganz so gut heißt aber auch, er ist nicht schlecht. Also ist wahrscheinlich auch der beste Charakter aus Dynasty Warriors 2, aber der ist ja nicht so mega overpowered wie in allen anderen Dynasties. Das war auch schon wieder schön. Boah, was sind das für Kombos? Übler Shit. Guck mal, wie viel Schaden das gemacht hat. Es ist mal wieder Lubu. Ich bin Lubu! Mich würde mal interessieren, wie man einen Gegner aufspießt. Boah, das Spiel spielt sich so vor alleine, wenn man Lubu spielt. Der Schaden, die Geschwindigkeit, die Range. Es ist so perfekt. Es ist so perfekt. Ja, also ganz klar. Shining Dynasty Warriors 1 war er overpowered. Was gibt's zu Lubu zu sagen? Er ist halt der stärkste Krieger Chinas. Sieht man hier auch ganz klar und deutlich. Oh, schön aufgespießt, aber ich habe ihn nicht irgendwie nehmen können. Ich glaube, es geht irgendwie, wenn man dann noch einen anderen Knopf drückt. Ja. Sehr schwer, das Ganze hier, muss ich sagen. Ja, das ist schon schwer gegen Shogi. Lubu, der gefürchtetste und stärkste Krieger Chinas. Einst eine Offizier unter Ding Yuan. Und Dong Zhuo hat ihn abgeworben. Er hat ihn Red Hair gegeben, das schnellste Pferd, was je gegeben hat. Und sehr, sehr viel Gold. Da wurde Lubu schwach, hat tatsächlich Ding Yuan, seinen Adoptivvater, umgebracht. Ging dann nach Dong Zhuo. Und da blieb er so lange, ja, bis das mit Dio Chan kam, was ich euch eben schon gesagt habe. Dass Dio Chan ihn praktisch dazu gebracht hat, Dong Zhuo zu besiegen. Und nachdem Dong Zhuo getötet wurde von Lubu, hat Lubu dann sein eigenes Ding durchgezogen. Er wollte... Er zog erst ohne Heim im Land umher, nur um eine decent Challenge, eine gute Herausforderung zu finden. Hat dann viele starke Herrscher herausgefordert, wie auch Cao Cao bei der Schlacht von Ding Tao, die man in Dynasty Warriors 8 Extreme Legends sehen konnte. Hat er auf die Fresse bekommen, aber dann hat er auch durch den Hinterhalt Pu Yang eingenommen, wurde aber auch wieder zurück eingenommen. Und dann hat er Xiaopi eingenommen, wo Zhang Fei sich besoffen hat. Aber dadurch, dass sich Shu und Wei dann zusammengetan haben, also Liu Bei und Cao Cao, konnten sie Lubu da umbringen. Na, als Allianz und ihn bei Xiaopi wirklich schlagen und töten. Das ist so die Lubu-Story, die man so wissen sollte zu ihm.
Oh shit, schau du! Oh my god! Oh my fucking crazy shit! Aber das ist auch so krass, diese Drehung. Ja, bei Puyang, ne? Ein Unteroffizier von Lu Bu, der gute Cao Xing, der hat ja Shao Dun sein eines Auge da mit einem Pfeil herausgeschossen, kann man so sagen. Jetzt gegen die Away, oh, der legt direkt aggressiv los. Aber das sollte man nicht machen, denn Lu Bu gewinnt eh immer. Das werden wir ihnen jetzt mal erstmal beibringen. Erste Lu Bu-Regel, Lu Bu gewinnt jedenfalls. Wenn er sich cool fühlt, oben zu blocken, mache ich einfach diesen Move. Wird er direkt weggestoßen und fliegt wieder auf den Boden. Dann kommt man mit so einem heftigen Jump-Attack und das war's wieder. Ah, Lu Bu ist herrlich. Er ist so herrlich zu spielen. Man muss einfach nichts beachten. Ich könnte jetzt irgendwie meine Oma einen Controller in der Hand drücken und die würde trotzdem gewinnen. Also bei Lu Bu hätte ich wahrscheinlich ruhig auf Very Hard spielen können. Selbst ohne, dass man die Kombos kennt. Er ist einfach nur overpowered, Mann. Mir gefällt aber sein Outfit hier nicht in Dice Wars 1. Er hat nicht seine charakteristischen Federn, die so mega lang sind. Und allgemein dieses Rote gefällt mir auch nicht so, seine rote Rüstung. Also ich mag den Lu Bu nicht, wie er hier aussieht. Auch sein Charakterbild sieht er ganz cool aus. Aber so sein ganzes Modell gefällt mir nicht. Und die! Nee, noch nicht. Oh, das war ja interessant. Beide getroffen. Oh, er hat mich fast besiegt. Cao Cao ist ja auch für den Tod von Lu Bu verantwortlich, weil, naja, er hat erst überlegt, nehme ich Lu Bu in meine Reihen auf und dann, nee, Lu Bu kann man nicht trauen und dann, ja, hat er ihn erstochen. Jetzt gegen Zhuge Liang. Die beiden haben sich eigentlich nie getroffen und dann bei Wu Zhang eben, das ist totaler Bullshit eigentlich. Aber Lu Bu, der wird noch bei Wu Zhang eben mal kommen, nicht? Und da ist du hast drei Extreme Legends. Da gibt's was mit Lu Bu bei Wu Zhang eben. Das wird ganz cool. Oh, oh, oh. Aber das war's. So, ich glaube, das Finale ist tatsächlich jetzt gegen Dio Chan. Oder tatsächlich jetzt gegen Nobunaga, oder? So, mal schauen. Gegen Nobunaga finde ich jetzt am geilsten. Oder gegen Tsukishi. Tatsächlich gegen Nobunaga. Okay. Dann deute ich das jetzt mal so. Wenn man den nicht freispielt, hat, ist Dio Chan nicht der Endboss gewesen. Oh, coole Mucke. Boah, geiler Start. Ich deute es jetzt mal so, wie bei Warriors Orochi. Lu Bu hat jetzt alle Krieger in China besiegt. Jetzt will er nach Japan und da nach einer guten Herausforderung suchen und trifft jetzt auf Nobunaga Oda. Der hier sehr, sehr strange aussieht. Hier hat er auch nicht sein Darth Vader Schwert. Das Lichtschwert, das Dunkelschwert, was der Samurai Warriors hat. Oh, ich glaube, ich verliere. Ja. Lu Bu ist besiegt. Tja. woran das wohl liegt? Erstens kenne ich die Kombos nicht und zweitens hat Nobunaga genau das gleiche Moveset. Also ist genauso stark wie Lu Bu. In diesem Spiel. Also sonst hat Nobunaga natürlich nur ein Schwert. Aber in diesem Spiel. Ich weiß nicht, warum der überhaupt da drin ist. Ich weiß nicht. Ah, die Musik, ey. Cool. Das wusste ich alles noch gar nicht, Freunde. Das erlebe ich gerade blind mit euch. Ich habe die Stories eigentlich nur einmal gespielt. Und da hatte ich noch nicht alle Charaktere freigespielt. Nobunaga kriegt man zwar auch nur mit einem Code, aber musste auch alle Charaktere freigespielt haben, sonst geht der Code gar nicht. Ah, ich werde doch wieder verlieren, das sehe ich doch schon. Oder? Nee, K.O. Der Schaden ist einfach da. Gut, dann haben wir's. Schönes Finale. Oh, jetzt kommt wieder eine epische Lu Bu-Zwischensequenz. Am Hulao-Tor. Das sehe ich schon. Zhang Fei. Wer ist das? Lu Bu. Zhao Yun. Pets. Gegeben. Jetzt noch Guan Yu. Auch Guan Yu hat keine Schnitte. Keiner kommt an diesem Tor vorbei. Keiner kommt an Lu Bu vorbei. Geile Zwischensequenz. Da wird wieder gut seine Macht gezeigt. Wunderbar, gefällt mir. War schön. Ah, Lu Bu zu spielen macht immer Spaß, egal welches DW. Na gut, in Dice Wars 2 feiere ich ihn nicht ganz so ab, wie schon gesagt.
Da fehlt mir irgendwas. Weiß nicht. Aber dazu komme ich dann später noch. Weil Lubu werde ich natürlich auch einmal in Dynasty Warriors 2 spielen. Ja! Das war's für diesen Partner. Ich kann euch jetzt auch keine Zwischensequenz mehr hinterher klatschen, weil die anderen Charaktere beschränken sich tatsächlich in Dynasty Warriors 2 nur auf die Chan und Lubu. Im nächsten Part werden wir die Samurai-Story machen. Das ist natürlich in Dynasty Warriors was ganz Besonderes, weil es eigentlich ein eigenes Spiel ist, ne? Es gibt ja Samurai Warriors, Samurai Warriors 1 Extreme Legends, Samurai Warriors 2, Samurai Warriors 2 Extreme Legends, Samurai Warriors 2 Empires, Samurai Warriors 3, Samurai Warriors 4 und bald gibt es ja auch Samurai Warriors 4 2. Ja, das hört sich ein bisschen blöd an. Also Samurai Warriors 4 Römisch 2. Soll ja auch rauskommen. Mehr Samurai Warriors Spiele gibt es nicht. Natürlich für portable Konsolen noch, aber die ziehe ich jetzt nicht dazu. Und da geht es dann wirklich um Nobunaga und Shokichi. Was mit ihm auf sich hat, warum er hier so komisch aussieht, werde ich im nächsten Part erklären, falls ihr euch das die ganze Zeit schon gefragt habt. Und ja, da geht es halt um die Samurais. Aber eigentlich in Dynasty Warriors haben die nichts zu suchen. Es gibt noch beim PSP Dynasty Warriors, Dynasty Warriors Volume 2, glaube ich. Da kann man tatsächlich auch die Samurai Warriors freischalten als Leibwächter. Aber ansonsten tauchen die in kein Dynasty Warriors auf, sondern nur in ihren eigenen Spiel. Oder halt auch in den Warriors Orochi Teilen. Warriors Orochi 1, Warriors Orochi 2, Warriors Orochi 3 und Warriors Orochi 3 Ultimate. Ansonsten sieht man nie Nobunaga und die Dynasties zusammen. Gut, habe ich wieder ein bisschen was dazu gesagt. Und Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lubu Part und so, ne? Daumen hoch. Falls es euch nicht gefallen hat, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann und ciao. Danke fürs Ansehen. Macht's gut und haut rein.